Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen. Du hast einmal ganz am Anfang gesagt, dass wir diese Folgen freitags mit einem Glas Wein aufnehmen würden. Wir Ja. haben das noch nie freitags gemacht und wir haben noch nie was getrunken. Oh doch, da vorne steht Glühwein, falls du es Naja, übersehen das haben sind solltest. diese 50 Milliliter, was Ja, noch in ich der brauche Flasche mehr, aber die blieb. Flasche war alle. Ja. Also es bleibt so eine trockene Veranstaltung. Was ist aber ein Arzt überhaupt? Früher war dieser Beruf definitiv etwas Besonderes, aber heute, wie sehen uns die Patienten und wie sehen wir uns selbst? Ich denke, dass man darüber sehr wenig spricht und ich würde behaupten, dass sich genau hier eine große Diskrepanz befindet, die zu vielen still ausgetragenen Konflikten führt. Und wenn das Menschen besser verstehen, Genau. dann kommen wir, denke ich, ein bisschen näher Genau. zueinander. Dieses doch so ein bisschen Grundvertrauen, diese Basics, die jeder Arzt beherrscht. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir irgendein Mittel aufschreiben. Wir werden auch nicht dafür bezahlt, dass wir irgendwie böse sind zum Patienten und irgendwas Schlechtes wollen. Wir sitzen einfach nur da, weil wir Menschen helfen wollen. Das war unsere Grundidee, unser Ansporn. Und warum wird es ständig hinterfragt an Stellen, wo es, denke ich, nicht angebracht und nicht angemessen Ja, ist? und